Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Victoria 2 Teil 29. Der große Krieg zwischen Frankreich und Indien ist im letzten Teil zu Ende gegangen. Ich erwarte eigentlich, ich schätze, Arabien und Indien müssten jetzt auch mit Rebellion zu kämpfen haben, so wie ich nach wie vor. Wohl, allmählich haben wir es in den Griff bekommen. Wir haben unseren ersten Panzer. Ja, da es noch keine Panzerfabrik in meinem Einflussbereich gibt, befürchte ich, dass es ein Peugeot ist, den wir importiert haben. Aber na gut, irgendwo müssen wir ja anfangen. Allerdings, es läuft der große Krieg in den Amerikas noch weiter, der hier auch so ein bisschen überschwappt mit Karpatien gegen Kroatien. Ich möchte das nicht den Zweiten Weltkrieg nennen. Es ist eher so die Verlängerung des Ersten, das insgesamt die angespannte Weltlage da auch zugeführt hat, dass hier eine ganze Reihe von Nationen in Krieg gegangen sind. Anders war einfach Kanada fordert von den USA. Was wollten sie haben? New Brunswick. Warum auch immer, das ist nicht, grenzt nicht mal an Kanada. Ja, und da haben sich die Inka zu Wort gemacht, Kroaten sind auf der Seite und die Chickasaw und Portugiesisch-Kolumbien kämpft auch mit. Auf der Gegenseite die Blackfoot als Hauptverteidiger der Amerikaner, die USA, Karpatien, das ist die zweite große Macht, deswegen gilt es als großer Krieg. Die Assiniboine-Indianer, die Cheyenne, die Irokesen und die Ojibwe-Indianer ganz im Norden. Und es läuft erstaunlich gut für die vermeintlich schwächere Seite. Ja, so als kleiner Abspaltungskrieg dachten die Cherokee, sie können hier auch noch was gewinnen, aber die werden nebenbei platt gemacht. Die Navajo sind hier noch dabei, die mit dem oben nichts zu tun haben. Die Chickasaw wollen jetzt auch Ohio haben. Aber hier bin ich echt überrascht, weil die Inka meine Verbündete sind, kann ich hier reinschauen. Und die Blackfoot haben hier gerade eine ganz gute Offensive am Laufen. Ah, hier ist... Ja, es liegt auch daran, dass die Hauptarmee der Inka hier gelandet ist, bei Kalifornien. Es war in Europa Universalis auch mal eine Inka-Kolonie namens Kalifornien, aber das gehört jetzt zum Hauptgebiet. Kanada halb besetzt. Gut, bei mir ist eher, ich will bis 1909 meine Armee wieder aufgebaut haben, denn dann läuft der Waffenstillstand mit Frankreich aus. Lass die Zeit mal laufen. Könnte mit einer Reform noch meinen Staat noch populär machen für Immigration. Ich habe das Frauenwahlrecht am Ende vom letzten Teil auch schon eingeführt. Ja, hier könnte ich auch machen, aber das alles macht die Wirtschaft weniger konkurrenzfähig. Und da kann man ja vielleicht hier... hier die Leute besänftigen, dass man erstmal da Reform durchzieht. Gibt es gerade eine radikale Bewegung? Naja, es sind mehr die Separatistenbewegung. Nö, ist gerade nichts radikal, denn... nichts überstürzen. Ja, ich glaube, wo sind die letzten Rebellionen? Da ist noch eine Besetzung. Ja, und dann haben wir es endlich wieder. So. Ich habe ein bisschen das Kampfsystem nachgelesen. Panzer sind im Grunde eine flexiblere Artillerie. Generell habe ich, glaube ich, da habe ich noch, das ist eine ältere Armee wahrscheinlich. Ich habe hauptsächlich Infanterie gebaut. So, muss ich mal anfangen, wieder ordentliche Artillerie zu bauen. Support 450%, ja. Die Panzer haben halt ein Siege-Wert von 1. Die haben sonst Ingenieure, das hilft halt gegen Befestigung. Ja, die sind deutlich billiger als Panzer. Meine Güte, können wir viele bauen. Ja, ich hoffe, die können vielleicht ein bisschen mehr parallel gebaut werden zur Infanterie. Gut, Dosen, die brauchen alle Nahrungsreserven. Aber halt keine Feuerwaffen, sondern Artillerie, ein bisschen was anderes. Düpp, düpp. Naja, Geld ist gerade genug da.
Ja, das reicht für den Moment. 38 Einheiten im Bau. Müssen wir ein bisschen Auge drauf haben. Und, Navy bauen wir gerade nicht. Ach, Kreuzer dürfen wir schon bauen. Habe ich da was die Entdeckung verpasst? Okay, bringt das Kreuzer zu bauen oder sind die ergänzen, die sich... Dann kann Battleships in einem besser Torpedo-Attacke haben die, das haben die Battleships nicht. In Tuchel können wir einen in Auftrag geben, ja, machen wir das mal. Oh, ja, die karpatische Provinz, die wir übernommen haben, die hat schon eine Naval Base Stufe 4. Ich habe Zwolle ist die halt hier noch am Ausbauen. Die sind ganz schön teuer, die Stufe. Über 60.000 Pfund, aber ich gebe hier da in Kiel noch einen Auftrag. So. Könnten wir gleich zum ersten Mal seit langem wieder rebellionsfrei sein. Kriegserschaffung immer noch 23%. Kapaden mal im Militärzugang, wir sind aber eher Freunde der Kroaten, nein. Informierung auf 8,3, 342 Brigaden. Immerhin, wir sind die zweitgrößte Militärmacht der Welt locker schon wieder, aber Frankreich ist so davongezogen, das ist unglaublich. Ja, mal sehen, ob hier jemand... Ja, die sind auch alle im Krieg. Vielleicht wird auch mal wieder jemand aus den Top 8 gekickt. Ich warte mal auf Tempo 3. Vielleicht mal gucken hier die Entdeckung, die ich mir erhoffe. 7% Chance. Ah, noch ein Aufstand. Die Kommunisten wieder. Ah, ausgerechnet die Gasverteidigung ist als einziges noch nicht entdeckt. 0% Chance gerade. Ach, da muss irgendjemand, der Gasangriffe machen kann im Krieg sein. Dann kriegen wir einen Bonus drauf. Ah ne, wir müssen im Krieg sein, wenn jemand der Gasangriffe machen kann, dann kriegen wir das Gasverteidigung. Das heißt aber auch, die Franzosen dürfen die Gasverteidigung auch noch nicht haben. Das ist ja niemand anders, hatte wir schon. Ja, was wir gerade erforschen, ist übrigens die elektrischen Generatoren. Dann haben wir das. Richtig scharf drauf, welche endlich die Royal Air Force gründen zu können, aber das geht erst ab 1914. Ja, ich glaube, unsere Armeen sind aber noch eingestellt auf automatisch Rebellen attackieren. Ja. Sind gut weit verteilt. Wird sie dann aber auch irgendwann wieder an die Frontlinie zu Frankreich stellen, ne? Neues Allianzangebot von Indien. Auch wieder mal, dass da in Ostangola sich jemand daneben benommen hat, also ein Umführer. Nehmen wir wieder eine Allianz mit Indien an. Ein anderer Verbündete, die Inka sind ja gerade. Ich würde aber nicht wieder einen Angriffskrieg von Indien gegen die Araber unterstützen, wenn Frankreich damit beitritt. Ja, also wenn sie mich nochmal zu einem Angriffskrieg einladen, dann sage ich nein. Aber es ist der beste Schutzpaar verbündet. Okay, jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr, was die für Probleme haben. Hier sind indische Kommunisten, hier sind Chagatai-Khanat-Nationalisten. Da sind hier chinesische Nationalisten, Jin-Nationalisten, ja, die ganzen kleinen chinesischen Staaten wollen sich wieder unabhängig machen, vor allem Jin, Shun hier.
Hier hauptsächlich Kommunisten. Ah, wir können Augustinien in die Sphäre holen. Ja. Bin nicht sicher, ob sich das lohnt. Was produzieren die? Aber immerhin Baumwolle. Also nicht so ganz 0815, nicht noch mehr Fisch. Noch ein Plus, ich glaube, wir können ein bisschen die Steuerlast nach unten nehmen. Ah, Turin hat jetzt einen Chor. War das voreilig mit den Finanzen? Nee, mit Katzina nehme ich kein Bündnis. Probleme im Osten hier. Ein Märtyrer, den wir einsperren. French White Army. Ach, das ist direkt ein Sympathiestreik. Castamonu. Time is on our side, let us wait them out with vague promises, but little or no action. Das hätte der Mappus bei Stuttgart 21 auch machen sollen, wenn er. Wenn er das unbedingt durchziehen wollte. Vorwärts, großer Streik in Oldenburg. Sozialistische Zeitung, hatten wir auch schon mal. Sollen alle ein bisschen sozialistischer werden. Werden aber nicht die Armen gleich um 50%. Die Armen sind ja die klare Mehrheit. Und wir haben das Jahr 1907 erreicht. Dogma of Mass Action. Kommunistische Rebellenorganisation steigt um 25%. Ich hatte gehofft, dass wir Geheimpolizei erst kriegen. At a certain point, a line of thought that developed from general radicalism was the dogma of mass action, which meant that only by means of mass action as rallying and strikes could the consciousness level of the worker be raised adequately for him to understand what to be good for him. Dürfenserfüllung ist ja auch noch immer schlecht. Für die Arbeitslosen vor allem. Oh. Ja gut. Wieder nichts mit Rebellionen. Von wegen Rebellionen sind vorbei. Die Anarchisten wieder. Aber ich mach doch mal eine Reform. Wir haben 1,18 Millionen Soldaten, über 100.000 Offiziere, 7,28 Millionen Craftsmen, 11,97 Millionen Farmer. Aber ich habe ein bisschen Arbeitslosengeld helfen würde. Das kostet natürlich immerhin 4,46% der Bevölkerung wollen es schon.
akzeptable Mindestlöhne, haben wir eine noch höhere. Ne, ups, ja, ich habe wieder vergessen, das aufzumachen. Ja gut, das sind alles kleine Armeen. Ich brauche noch ewig etwas zu belagern, also insofern. Oh, schön, da sind Wolga-Bulgaren inzwischen geraten. Oh, hier ist eine große. Ein Kotka haben wir was verloren. Es war blöd, dass das Hinspringen nicht funktioniert, wenn ich da keine Einheiten mehr übrig habe. Hier geht auch mal jagen. Zivile Gewalt in Salah. Aber wir wollen nicht so viel Bevölkerung verlieren. Ah, wir haben den Pre-Dreadnought entdeckt. Und damit können wir jetzt Schlachtschiffe bauen. Wäre auch ein Tuchel möglich. Gut, der wird. Der Kreuzer ist noch gar nicht im Bau. Wir brechen das ab. Wieso geht das nicht? Bitte Erklärungsspiel. Was gibt denn für eine Armee? Oh Mann. Hier ist ja richtig heftig. Tuchel gilt gerade gar nichts. Tuchel belagert. Ach, da wird gerade gekämpft. Da geht's deswegen nicht. Ups, wir setzen auch Giftgas gegen Rebellen ein. Rektionäre. Oh Gott. So, Tuchel ist wieder frei. Können wir jetzt, ja.
Oh, Sibir hat eine Revolution durchgemacht. Die Anarcho-Liberalen haben sich durchgesetzt. Das ist also jetzt eine bürgerliche Diktatur. Das Interessante ist, sie sind in keiner Sphäre mehr jetzt. Da gibt es auch noch eine Gegenrevolution. Immerhin, da bauen sich Spannungen mal ab. Ja, da ist auch die Panzereinheit. Gut, hier ist aufgeräumt, England ist auch schon wieder frei. Greift doch nicht überlegene Kräfte an ihr. Ein Teil der Anarcho-Liberalen. Ich kann jetzt so viel Prestige wegen einer Provinz verlieren. Oh, Indien, mongolische Nationalisten haben sich durchgesetzt. Das Mongolkhanat ist unabhängig geworden. Interessant. Haben auch ein Parlament unter dem Khan. Ja, drei Provinzen sind's. Ah ne, hier haben sie eine kleine Armee. Dschinn-Nationalisten haben sich durchgesetzt. Oh. Kommen da jetzt noch mehr, weil da jetzt eine Frist überschritten ist? Ich muss, glaube ich, besser managen mal, was da im Osten passiert. Ja gut, die stehen rum, das ist auch richtig, was sollen die gerade machen? Hier wird erstmal belagert. Na gut, die gehen nach Skandinavien, um da auch aufzuräumen. Da sehen wir mal Panzer im Einsatz. Aber gegen eine Überzahl. Das britische Freikorps. War veterans disgruntled with what they see as the failures of capitalism and liberal democracy have formed a free corps, an ideological and paramilitary organization ostensibly existing to protect the state and homeland while de facto promoting a fascist political agenda in one of our states. The corps has already begun flexing its muscle in local politics, threatening several liberal politicians and maintaining a fairly intimidating uniform presence in the state. Also eher faschistisch. Das heißt hier eher, das ist halt in Ostmazedonien, alle Soldaten werden 40% faschistischer, wenn wir das zulassen. Prevents the organization from recruiting on barracks grounds.
Dann werden die Soldaten alle militanter, bewusster, 40% faschistischer werden. Naja, aber Faschiste. Das muss nicht sein. All roads lead to Oldenburg. Routine maintenance of the road system in Cadiz threatens to spark conflict as road sense language has become an issue. While local authorities feel that using our own language would be best, some voices have been raised saying that we might offend local sensibilities by not using the local tongue. Using local place names will hinder the province from integrating economically with the rest of our country, while using our own language will doubtlessly upset the locals. Regardless of which, the locals will feel that all roads in the United Kingdom leads to Oldenburg. Use Danish. Wenn die auch etwas. Use Andalusian. Das schadet der lokalen Wirtschaft. Cadiz. Das war Cadiz. Da. Wir produzieren hier einen Fisch. Interessiert keine Sau. Ob eure Wirtschaft 20% weniger produziert. Wieder Spannung. In Afrika ist immer erstaunlich viel Ruhe. Patriotic Society in Mozambique. A small Swahili Patriotic Society has reached local prominence in Mozambique, ostensibly claiming to simply organize Swahili citizens of the United Kingdom to benefit of the local community. We suspect that the organization is in fact covertly arguing, supporting, aiding and abetting the cause of Swahili independence. We could shut it down, so that would cause a fair amount of militancy. Wir lassen das in Ruhe. Spannung in Nordrhein. Oh Mann. Ah, jetzt ist die britische Insel wieder befriedet. Oh, und Klagenfurt, ein armes Mädel verunglückt. Was haben wir da? Stormtrooper Training ist vollendet. Yay! This was a technique of using special units to pass a gap in the line and cut off trenches behind this new line. To press a gap in the line. Okay, units used were specially trained for the task. Oh, schöner Job. Die mussten neue Schützengräben überwinden. Infanterie wird stärker. Oh, das war ein glorreicher Sieg. Sehr gut, da wurde eine große Rebellenarmee geplättet von unseren jetzt Stormtroopern. Gibt das überhaupt Fortschritt? Ich meine, der Panzer bringt ja... Oh Gott, der Panzer ist eigentlich, sollte der Anarchie rein. Jetzt dauert es auch noch. Ist da mal jemand auf die glorreiche Idee gekommen, eine Panzerfabrik zu bauen? Ich meine, Telefonfabrik habe ich gesehen. Telefonfabriken sind dabei, das ist gut, das bringt viel Geld an. Ich stehe so auf Flugzeugfabriken, ich werde hier ordentlich, wenn die nicht alle wieder geschlossen werden, bis ich auch Flugzeuge als Militäreinheit benutze. Ist ja gut, aber habe ich so meine Zweifel. Das ärgert mich ja auch. Ich hatte investiert in Neufundland in eine Panzerfabrik und irgendwie haben sie die anscheinend doch nicht gebaut. Narren. Ich meine, wir nehmen auch Sprengstoff, aber... Kann ich vielleicht bei den Umayyads was investieren und da eine bauen? Das wäre... Das wäre auch ein schöner Satellitenstaat. Okay. Ich glaube, die hätten nichts gegen Investitionen aus dem Ausland. Da sind viele, viele Arbeitslose. Oh Mann. Ja, brauchen können die es wirklich.
produzieren etwas Wein, ansonsten hier geschlossene Fabriken nur. Auch von Autofabriken muss ein bisschen Import rein. Naja. Deswegen Artillerie und. Und jetzt achten wir mal einen Moment drauf, ob sie die auch wirklich sich im Bau nehmen. In Duro würde die Fabrik entstehen. Vielleicht geben sie irgendwann auf, wenn sie die Zement und Stahl werden sie Nordrheinspannung. Zement und Stahl, wenn sie auch Maschinenteile, elektrische Teile sind vielleicht schwierig zu kriegen auf dem Markt. Ja, gerade für die kleineren. Ich kriege ja meine elektrischen Teile aus. 900. Oh, und Wein hier, die macht auch noch Verlust. Ups, unserem Geher gibt's Spannung. Ja, mit eingreifen. Was kostet denn eine Electric Gear Fabrik? Maschinenteile. Da haben wir noch alle Weltsteile für. Da braucht man auch noch Gummi. Kostet so 10.000. Wir probieren es mal, es gibt ja massenhaft Arbeiter da. Ah, hier sind Teile verschwunden, da fehlen also. Da haben sie also jetzt schon Sachen angekauft. Ja, gut, gucken wir später da rein. Naja, das ist du. Da dürfen wir nicht. So kannst du. Oh. Ja, da wird jetzt endlich hier mal aufgeräumt. Ah, da ist die Spannung verschwunden. Wieso ist eure Organisation so erbärmlich? Ihr seid eigentlich Kommunisten. Oh Gott. Weiß nicht, ob ihr deswegen so schlecht organisiert seid. Ah, elektrische Stromerzeugung ist erforscht. Fabriken erzeugen 10% mehr, Bergbau bringt 15% mehr Output und Farm bringt 15% mehr. Können wir über Kultur was machen, um die Stimmung im Land zu verbessern? Prestige, das ist gerade Schichtarbeit. Mal ordentlich Kohle, Eisen, Produktion steigern. Was gibt es hier mehr verwaltungseffizient? Damit können wir Öl aktivieren.
Macht die Fabrik ein bisschen effizienter. Ich hole hier mal ein bisschen auf. Das kostet wenig Punkte. Also gucken wir mal, 6400 Punkte kostet das. Und in dem Tier 5 kostet 16.000 Punkte. Und wenn ich hier habe ich 20.000 Punkte. Es kostet nur ein Drittel der Zeit, hier mal ein bisschen aufzuholen. Apropos, was macht unser Schlachtschiff? Oh, es sind Wahlen. Das wird interessant. Das ist wirklich die erste Wahl nach dem großen Krieg. Oh ne, da hatten wir schon eine. Braucht ihr jetzt schon die Dosennahrung? Das machen wir doch erst, wenn das Schiff losfahren will. Mag kann man nicht so leer gekauft sein. Was haben wir hier? Kong will eine Allianz, wir aber nicht. Oh, hier helfen die Kroaten sogar aus. Check lieber mal, dass hier alles in Ordnung ist. Oh, arabische Kommunisten laufen amok. Oh, sind die Araber auch im Aufräumen? Ah, wir können mal wieder Infanterie in Auftrag geben. Ah, Geschwindigkeit unserer Armeen erhöht. Ich verstehe den Zusammenhang da zwar nicht, da stand halt was, dass da die Offiziere trainiert werden. Soll ich da einmal drauf drücken, dass er da für 17.000 Pfund. Paar sind da im besetzten Gebiet, auch das glaube ich ist das einfachste. So, da muss ich mich jetzt ewig nicht mehr kümmern, zumindest nicht um Infanterie. Irgendwie ein Basting, das hatten wir schon mal. Da muss ich hier doch mal das Bewusstsein mit einer kleinen Reform senken, damit diese Aufstände aufhören. Oberhaus, nicht mehr zwei pro Staat, sondern basierend auf der Bevölkerung. Hey, das haben manche westlichen Staaten heute noch nicht. Oder Proportional Voting. Wie wollen das denn? Na, wie ist das mit den Needs? Zwölf Prozent wollen noch höhere Niedriggehälter. Ja, machen wir die. Oh, das geht schnell hier gerade. Ja, wir sehen, die Araber haben ähnliche Probleme.
Wir haben ein Bündnisangebot. Wir haben Gleichstrom entdeckt. The first common way to transmit electricity was direct current or DC, where the electrons flow in only one direction. Batteries produce direct current and it is commonly used in applications requiring low voltages. High voltage direct current is used to transmit power to long distances, especially when using underwater cables and to run trains. Thomas Alva Edison sponsored direct current, but lost the battle of standards to Nikola Tesla and his alternating current. Ah, ja. Fabriken 5% Durchsatz-Tech. Und Bergbau 50%, hatte 50% effektiver. Wieso kommt so wenig Dosennahrung an beim Schiffsbau? Okay, wir müssen wieder Wahlfragen beantworten. Und die britische Vereinigung der Faschisten existiert inzwischen auch. Auch noch im einstelligen Bereich. Wie gehen wir mit Krieg um? Oh je, jetzt pushen wir damit die Faschisten, wenn wir Jingoismus wollen. Ja, etwas mehr Wachsamkeit finde ich aber schon gut. Damit stärken wir gerade hier die Parteien, für die ständig Aufstände sind. Machen wir doch Antimilitär. Und mit Pazifismus stärken wir keine spezielle Partei. Und die wenigsten werden militanter. Mal gucken. Ah, die Fabriken sind im Bau. Sehr schön. Wir Paten kriegen immer noch keinen Militärzugang. Wir können mal gucken. Ach, der große Krieg läuft noch. Ah, jetzt geht's aber. Jetzt aber umgeschlagen auf die andere Seite. Indien hat die beiden Staaten verloren. Das Jin, wer ist das denn? Bei Fahren ist die Kultur absolute Monarchie. Jo, ich weiß nicht, wie stark das indische Militär noch ist. Wo ist die Hauptstadt? Ist auch eine interessante Frage. Das war ja eigentlich hier mal. Das Kosala ist das hervorgegangen. Und vermutlich die Hauptstadt auch noch. Achso, ich glaube, ich suche Indien, dann springt da auch noch zur Hauptstadt. Da ein Allahabad. Am Norden. Kommunisten, was in der Nähe schon besetzt. Oh, sind starke Kommunisten drumherum. Die Hauptstadt ist da kritisch. Ah ja. Hier das Aufräumen bei der Navy.
Holen wir auch noch die billigen Forschungen nach. Cross Antarctica. The Royal Geographic Society has announced that an award will be presented to the first expedition that reaches the South Pole. Das letzte war Nordpol. Ja, für 1000. Yeah, we do not need to rediscover penguins. Naja, wir schicken mal eine Expedition mit hin. Chickasaw war ein Militärzugang. Wo? Wofür? Wo? Muss ich mal gucken, auf welcher Seite die überhaupt kämpfen. Ja, schon auf der Seite meiner Verbündeten, also akzeptieren wir das. Oh oh, das ist eine Art Problem mit Kommunisten. Dann aber von den Kroaten hier bald überrannt. Colonial Archaeology. An archaeological excavation one of our colonies has yielded fantastic results in the form of several artifacts tentatively dated to the late Paleolithic. The discovery promised to give us new insights in the ancient life and development of the area, and the British National Archaeological Society is hailing the discoveries as a great breakthrough for British archaeology. The artifacts obviously need to be put in a museum, but where should we put them? The Archaeological Society strongly argues in favor of the Oldenburg Museum of History, while others have hinted that it might be better just put them in a local museum. Da freuen sich die in Südangola. Wir kriegen mehr Prestige, wenn wir sie da einpacken, dann werden alle bewusster. Das Ganze. United Kingdom, ja gut, das ist, wenn man das haben will, natürlich viel größerer Effekt. Ich kann die Steuern noch ein bisschen senken. Soldier's Stomach. Das schlecht, erstmal Militär wird beklagt. Und es ist auch schlecht für Moral der Truppe. Und worum geht's dann? Auch wieder Militärfrage. Ah, wie viel mehr pro Militär wollen wir werden? Wir wollen gerade niemanden verärgern, deswegen, aber pro Militär wollte ich schon haben. Ich hatte gerade Pazifismus gepusht, ich bin da gerade inkonsistent. Gut, Pazifismus auch ganz schön gepusht, über 50% sind dafür. Und 15% mehr für pro Militär. Weil wir das Militär halt brauchen. Und Kanada ist komplett besetzt, das wird auch böse gehen. Sympathiestreik. In Westmazedonien. Das ist eine große Kommunistenarmee, was ist denn die Hauptstadt der USA? Disloyal Regiment. Bangor. Ich weiß nicht, ob das im heutigen Kanada ist. Portugiesisch-Kolumbien möchte Militärzugang. Okay, die sind. Der Seite, die wir bevorzugen. Ach so, greifen die hier vielleicht die Karpaten an? Also ich sehe da keine Landetruppen. Big Game Hunting. Und keine Militanz. Oh ja, da. Nimmt die Militanz sogar ab.
kann auch Sammelpunkte, glaube ich, festlegen. Ich habe das mal bei Steinmeilen gesehen. Wo bleibt mein Schlachtschiff? Ist doch Quatsch, dass ihr einfach nicht genügend Dosenfutter dafür mal abkriegt. Okay. Dann sieht es wieder besser aus. Oh Gott, ja. Hier muss noch befreit werden. Citizenship Policy. Na, da wären nur 2% Militante. Hä, und die Faschisten nehmen es nicht. Andererseits, ich muss die liberale Partei ein bisschen stützen. Ja. Volle Residentschaft. Bündnis mit Abyssinien? Ja, wir unterstützen Abyssinien. Okay. Gut, das haben wir auch nachgeholt. Ich glaube, ich helfe der Industrie mal wieder aus. Ja, mehr Kohle und Eisen. Tabak und Müll importieren wir gerade. Schichtarbeit, damit wir ein bisschen mehr Dosennahrung erzeugt. Und wir kommen im Jahr 1908. Die Konservativen haben fast 18% verloren. Sozialisten plus 5,8%, Liberalen aber auch fast 5% gewonnen, sind noch knapp die stärkste Partei. Die Faschisten neu auf 6,8%. Okay. Apropos, wo ich gerade an Splitterparteien gedacht habe. Das könnten wir drin geben hier. Naval Base has been built in Arnhem. Ah, die auf Stufe 3 aufgerüstet. Die Force wollte ich gerne noch weiter ausbauen. Ja, Arnhem ist ja auch ein Knotenpunkt, also auch in dieser Parallelwelt zu unserer richtigen, kannst du einen Film die Brücke von Arnhem mal geben? Eieiei.
Da laufen noch ganz viele. Graz wird auch gern attackiert als erstes. Es gibt die Force bringen, wenn man nicht gleichzeitig auch noch seine da Truppen hat. Auch mal in der Grenze direkt. Oh, wollen wir den 4. Olympischen Spielen teilnehmen? Ja, steckt viele. Ach, dann kann ich mal wieder meine Diplomatiepunkte verjubeln. Das mache ich nur zu selten. Lohnt das mit Frankreich? Ja, ich investiere, glaube ich, nur keine in Arabien. Die Verbündeten finden uns eh super. Kapazien können wir auch mal verbessern. Oh, Mali ist auf Platz 8, die könnten die Karpaten ablösen. Bulgarien mag uns einfach, die schmeißen nur dann unsere Diplomaten raus. Die Karpaten können wir auch noch. Ne, keine Punkte mehr. Ach so, wie läuft der Krieg? 9%, die haben so viele Ziele, das wird auch noch ewig dauern. Das war spannender, was passiert hier. Die Hauptstadt Bangor, ich glaube, das ist schon das heutige Kanada. Die ist besetzt von den Kroaten. Immerhin machen das nicht die Kommunisten. Okay, sind auch von Kroaten besetzt, was mit Kanada. Von Irokesen besetzt, was haben wir hier? Meteor trifft Tunguska und das ist französisch. The Tunguska explosion of 1908, which produced a devastating fireball in Siberia that destroyed forests and caused worldwide tremors, was a result of an asteroid or meteor, scientists believe. Ah, steht aber nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Nein, echt lebte da auch kaum jemand, so dass das. Jetzt Feierabend, ich kann das Tempo nochmal erhöhen für den letzten Moment, denn wir sind für den Moment rebellionsfrei. Warte mal, da war noch eine. Hier sogar auf der Insel. Mal gucken hier, Rebel Occupation, ob da was ist. Ja, in den Highlands, die reichen ein bisschen Militante machen. Okay. Ach, da ist noch was besetzt. Ach. Jan Mayen. Gut, Admiral Urne, dann bringen Sie mal her.
Bringen Sie mal Ordnung zu den Leuten da. Polyphasensystem entdeckt. Ah ja, das ist sowas wie drei Strom. The polyphase system is a way to help transmit alternating current efficiently. In a two or more phases travel simultaneously. In industrial application, three waves is the standard, also at first two phases were used. The invention of the polyphase system by Nikola Tesla meant the final loss for Thomas Alva Edison and his direct current. Ja, das gibt 5% mehr bei Resource Gathering Operations, verbringen 2% mehr Durchsatz. Und Brown Water Schools entdeckt, Schiffe werden schneller gebaut. Da war auch mal genügend Dosen, wenn ich sie finde. Ah ja, die müssen so am Strand landen. Jan Mayen Beach. So, Erwin Allianz, ne. Wo er. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Aber Kong definitiv nicht. Hey, ich glaube, immer Zeit für Feierabend. Naval Strike Success Criterion wurde noch entdeckt. By measuring sea deck speed of both enemy and friendly ships and earlier behavior of the enemy, it was possible to optimize where and when to strike at the enemy, also to get realistic forecasts of possible enemy strikes. Mehr Navy Organization. Women's Suffrage Movement. Protest movement had as its aim to raise the subjugated position of women as well as giving them voting rights. They used passive resistance, protests and marches. The violence used against them was abhorred in many circles and eventually women won by the day. Still, there will be many more fights that have to be won. Mobilization impact minus 20%. Ja gut, weil die Frauen wohl mehr die Posten übernehmen können, die die Männer den Krieg ziehen zurücklassen. Und Tank Exploits. At this point, tanks were more reliable and used in smaller units to break holes in the line where stormtroopers and regular infantry could pour in and fight the enemy. Armor Siege plus 1, Armor Attack plus 2, Armor Defense plus 4. Okay, dann lohnen die sich gleich viel mehr. Können wir noch ein paar mehr davon in Auftrag geben. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von deren Verteidigungswert gegenüber normalen Armeen. Das war auch nicht richtig, aber der Angriffswert ist auf 18 gestiegen. Belagung, da sind sie jetzt so... Na, die Ingenieure haben auch was dazu gekriegt durch eine Entdeckung. Wie teuer ist das? Ja. Bordpanzer. Mal sehen, mein Schiffbau wird aber immer noch nicht gebaut. Verdammt nochmal. Ich muss dem Schiff doch auch mal was lassen, auch wenn ich Armeen in Auftrag gebe. Und meine Fabriken. Hier wollte ich gucken. Ah ja, die für Electric Gear wird in 2 Monaten fertig. Ja, die hier braucht noch über ein Jahr, aber sie wird gebaut. Oh. Eine Dampfschiffwerft bauen sie gerade, okay. Und alle in Tejo. Ach, da unten. Eine Schiffswerft am Atlantik, warum auch nicht. Oh, wir können schon wieder eine Reform machen. Ah, Wolga, Bulgarien und Sibir, da können wir noch was machen. In Wolga-Bulgarien können wir nur das machen, weil wir wahrscheinlich längst wieder auf neutral bis guck mich mit Arsch an runtergeschmissen wurden. Hm.
Da kann man noch eine Beziehung arbeiten. Arabien fällt zurück, kaum noch Militär da. Sind wir trotz der vier Rebellionen hier wieder zweitstärkste Mann. Indien hat nur noch Schiffe, Indien hat keine Armee mehr. Hey, die Allianz, dass ich die auf die nochmal eingehe, ist glaube ich kein Problem, denn ja, da ist noch die indische Flotte. Jakobiner-Rebellen, Kommunisten. Die Frage ist eher, möchte ich denen helfen, um sie als Verbündeten zu behalten? Andererseits ist es ja auch eine Konkurrenzgroßmacht, denn weniger die Zeit platzt. Ich habe gar nichts dagegen, wenn hier so die Unabhängigkeitsbewegung sich wieder befreien. Also wenn die Separatisten so ein bisschen Erfolg haben, sich einzelne Teilstaaten rauslösen, aber das ganze Ding umkippt zu einer anderen Regierungsform und meine... Na ja, gut, dann sind sie die Beziehung auf Null. Das wird ja auch schnell wieder gehen. Die Araber... Die haben auch nur noch eine kleine Armee, sehen aber nicht so gefährdet aus. Da ist die Hauptstadt, Katif. Ja, da sehe ich nicht die ganzen einzelnen Armeen, aber ich sehe jetzt auch keine Rebellenarmee. Da ist mal eine kleine. Ich glaube, die haben es im Griff. Oh, Mali hat aber hier Kommunisten zu kämpfen. Da ist die Hauptstadt. Arawan. Ja, da nähern sich die Kommunisten langsam. Eigentlich ist Mali auf Platz 3 als Militärmacht, also. Sind die im Krieg? Nö. Aber also, die Füße sind einfach noch inkompetent. Ja, der zweite große Krieg läuft auch noch. Im nächsten Teil erreichen wir 1909, da wird der Frieden mit Frankreich ablaufen. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen, dass die... Alle Schiffe brauchen das. Wir haben massiven Bedarf, die ganze Armee wieder aufzubauen. Das hat auch Vorrang. Oh, ich baue zu viel, glaube ich. Naja, da werde ich dann drauf achten, gegebenenfalls was abbrechen. Ja, es sind zu viele. Schon, also doch muss ich beim nächsten Mal achten, aber ich mag jetzt noch nicht eine Klickorgie machen, um es abzubrechen. Ah, wir brauchen sogar inzwischen. Wir zahlen zwischen nochmal Reparationen, dann wüsste ich gerne, wie viele das sind. Wie lange das noch gehen soll. Aber ansonsten. Ja, die Welt verändert sich gerade, es bleibt spannend oder ist. Auf jeden Fall schaut beim nächsten Mal rein. Viel Spaß noch, ciao.